Meine allererste Football-Manager-Karriere auf YouTube. Die Vereinsauswahl dafür habe ich zunächst über ein Glücksrad herausgefunden. Und dann konnte mein Chat über eine Abstimmung entscheiden, welchen von den 5 Vereinen ich übernehme. Servus oder so und herzlich willkommen zu meinem allerersten Football Manager 2023 Video auf diesem Kanal hier. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze supportet, wenn ihr einen Daumen da lasst. Wir werden heute eine neue Karriere starten bei einem neuen Verein. Welcher Verein, weiß ich selbst noch nicht. Das finde ich jetzt dann gemeinsam im Chat heraus. Großer Dank geht da raus an Sieger. Die unterstützen nämlich sowohl den Stream als auch das Video. Grüße gehen raus. Echt ein nice Football Manager Spiel, was ihr da zusammenbastelt. Ich spiele es ja selbst sowieso schon privat seit Jahren. Ein Link, wo ihr euch das Spiel holen könnt, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Von daher gehen wir jetzt hier endlich rein und starten ein neues Spiel, eine neue Karriere. Und jetzt muss ich auch schon direkt den Verein auswählen, okay? Es wird auf alle Fälle zweite Bundesliga, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, welcher Zweitligist es sein wird. Das machen wir jetzt so, passt auf. Ich habe schon Glücksrad zusammengebastelt mit allen 18 Zweitliga-Vereinen und daraus werden wir jetzt 5 auslosen und dann auf der Twitch-Chat abstimmen, welcher Verein es wird. Wir fangen an mit Drehung Numero Uno. Was ist der erste Verein, der reinkommt in die Abstimmung? Es ist Darmstadt oder Bielefeld? Bielefeld. Direkt weiter, zweiter Verein nach Bielefeld. Was kommt als nächstes? Ist richtig, richtig spannend hier. Und der zweite Sieger ist Kaiserslautern. Sehr, sehr interessant. Mit denen habe ich im FM22 eine Karriere gemacht. Mit denen lief es auch echt gar nicht so verkehrt. Jetzt der HSV. Nee, Darmstadt ist es. 2 Spots sind noch frei jetzt. Einmal haben wir nochmal Darmstadt oder Bielefeld. Ja gut, dann drehen wir nochmal. Weil die sind ja beide schon drin. Wird wenig Sinn ergeben, die jetzt nochmal reinzupacken. Stattdessen wird es Heidenheim. Bei denen läuft es auch, glaube ich, echt ganz gut so im Real Life bis jetzt. Dann haben wir noch einen Platz frei. Ich würde ja auf den Jan hoffen, so. Ihr wisst ja, ich komme aus Regensburg, ich wohne in Regensburg. Der Jan wäre gar nicht verkehrt. Ob die dann die Abstimmung gewinnen, ist wieder ein anderes Thema, aber es wird sowieso Rostock. Ja, heißt, die 5 Vereine stehen. Bielefeld, Kaiserslautern, Darmstadt, Heidenheim, Rostock. Eine Minute hat der Chat jetzt Zeit. Oh, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kaiserslautern und Darmstadt, wie es aussieht. 36% und 32% aktuell. Jetzt holt Darmstadt auf einmal krank auf und die sind sogar vorne. 4 mehr als Kaiserslautern, jetzt 3 mehr. Mit Darmstadt habe ich halt noch nie was gemacht so richtig. Mit Kaiserslautern schon. Hatte ich ja sowohl eine FM-Karriere als auch eine FIFA-Karriere. Aber wie gesagt, Darmstadt wäre komplett neues Territorium. Die Abstimmung ist gleich vorbei. Letzte Chance, um nochmal abzustimmen. Am Ende ist der Sieger Darmstadt. Finde ich nice. Weil wie gesagt, hatte ich noch nie und der Chat schreibt auch die ganze Zeit nur Darmstadt rein. Von daher starten wir unsere allererste FM23-Karriere. Das hier sind jetzt auf alle Fälle alle Ligen, die wir simulieren, weil das kann man hier alles ganz genau einstellen, welche Ligen man drin haben will und so weiter. Spiel starten. 40 Ligen aus 25 Nationen gewählt und wir starten im Juli 2022. Ich sage auf alle Fälle, ich kann euch das Spiel extrem so mit Freunden empfehlen. Also wenn euch das Spiel holt, dann holt es euch am besten nicht alleine, sondern mit 1, 2 Freunden startet zusammen ein Online-Safe, denn da kann man einfach Online-Karriere zocken und das macht extrem Bock. Gibt es Neuerungen? Gibt es auf alle Fälle. Schauen wir uns danach auf alle Fälle noch genauer an. Zum Beispiel Champions League ist mit drinnen. Es gibt jetzt so einen Kaderplaner, da bin ich richtig gespannt drauf. Und am Gameplay wurde auch ein bisschen was verändert. So die Match-Engine ein bisschen und die CPU-Gegner sind besser geworden, so was die Taktik angeht. Aber das schauen wir uns dann alles nachher nochmal genauer im Detail an. Jetzt kommen wir zum Trainer. Erstellen, weil wie gesagt, das habe ich noch nicht gemacht. Wir gehen ja natürlich rein mit Bernie Hansus, das ist eh klar. Machen wir einfach weiter mit dem Körper. Und da geht es erstmal um die Hautfarbe. Mache ich mal nicht käseweiß, aber zumindest so, so irgendwie Körpertyp. Ich bin schon relativ schlank so, aber da sieht man gefühlt ja gar keinen Unterschied. Ja doch, am Bauch sieht man einen Unterschied. Wir machen uns mal schön schlank und dann geht es weiter zum Kopf. Man kann hier auch ein 3D-Modell aus dem Foto erstellen. Kannst du deine Webcam benutzen? Oder soll ich die Brille absetzen? Machen wir mal ohne Brille. Ich glaube, ohne Brille ist besser. Ist es gut? Chat, was meint ihr? Und jetzt die Punkte. Oh, das wird so schön. Ich werde wieder aussehen wie so ein Zombie. Erstelle Modell. Jetzt bin ich aber gespannt. Er sieht aus wie ein Zombie. Aber so ein bisschen Ähnlichkeit zu mir ist schon da. Jetzt noch Haare. Das ist halt wichtig, so Haare. Das ist nice, oder? So David Luiz so ein bisschen. Wir nehmen jetzt einfach wieder die hier. Gesichtsbehaarung. Oh ja, ein schöner Bart. Ein schöner Bart. Den brauchen wir schon. Und Brille. Ganz, ganz wichtig. Brille. Eine schöne, runde Brille. Das ist doch eigentlich so. Das ist doch meine. Kleidung. Das einzig Wichtige ist, dass ich meinen Ohrring wegbekomme. Ich habe den Rest lasse ich einfach so. Ich finde, das sieht eigentlich sleek aus, so mit Anzug. Und jetzt kann man hier Accessoires hinzufügen. Das ist, glaube ich, auch ein neues Feature. Das ging vorher nicht. Wir tragen jetzt einen Ring, wir tragen eine Uhr und wir machen einfach weiter mit dem Führungsstil. Und da werde ich auf alle Fälle hier auf die Empfehlungen gehen. Das heißt,
heißt, wir haben schon ein sehr gutes Niveau. Gehen wir vielleicht sogar auf höheres Niveau? Komm, wir haben mal Nationalmannschaft gespielt. Und dann können wir hier ein bisschen so die Werte verteilen. Ich werde das hier jetzt relativ schnell machen und einfach auf einen von diesen Trainerstilen hier gehen. Und weil es jemand im Chat schreibt, dann nehmen wir, deshalb nehmen wir jetzt hier Fußballprofessor. Da haben wir einfach 20 Taktik. Wir sind einfach der Taktik-Boss himself. Wir kennen uns sehr gut mit jungen Spielern aus. Und dann bestätigen wir das. Und dann werden wir Trainer vom SV Darmstadt. Darmstadt hat heute die Anstellung von Bernie Hansen als Cheftrainer bekannt gegeben. Die Fußballwelt reagiert vornehmlich überrascht auf die Verpflichtung des unerfahrenen 27-Jährigen. Es wird vermutlich zahlreiche Fragen zu beantworten haben. Er wird vermutlich zahlreiche Fragen zu beantworten haben, wenn er im Merckstadion am Böllernfalltor, das wohl unser Stadion, das erste Mal der Presse gegenübertritt. Hansen hat einen Vertrag über 2 Jahre unterzeichnet, der ihm 903.000 Euro einbringen wird. Ihr werdet es nicht glauben, aber da verdiene ich mit YouTube deutlich weniger. Würde ich machen. Er ersetzt den vorherigen Trainer Thorsten Lieberknecht. Der ist jetzt wohl durch mich einfach arbeitslos geworden. So, dann werden wir hier herzlich willkommen geheißen. Unser Sportdirektor ist Carsten Wehlmann, 50 Jahre alt. Co-Trainer ist Ovid Haju. Erzrivalen sind Eintracht Frankfurt, die sind aber eh nicht bei uns in der Liga mit drin. Finanzstatus ist sicher, das ist schon mal nice. Wir haben ein Transferbudget von 500.000 Euro. Damit kann man schon ein bisschen was machen. Durchschnittliche Trainingseinrichtung, brauchbare Jugendeinrichtung, unterdurchschnittliche Nachwuchsrekrutierung. Also wir können jetzt nicht erwarten, dass wir krank viele Talente irgendwie aus der Fußballschule rausbekommen. Ich frage mich, was ist denn das Ziel hier? Medientipp 6. Also eigentlich schon so oben mitspielen auf alle Fälle. Hier sehen wir zum ersten Mal den Kader. Manu, Tietz, Melem, Holland, Isherwood, Zimmermann, Pfeiffer, Bader, Gea Schula, der Mann, der in der Bundesliga mal so viele gelbe Karten bekommen hat. Ben Baller und Schuhen. Braden Manu ist ja richtig schnell. Und jetzt kommen wir zu den Zielen. Gehaltsbudget einhalten, Spieler aus den unteren Ligen des Landes verpflichten. Okay, dritte Liga, die müssen wir im Auge haben. Abschlussplatzierung in der oberen Hälfte der zweiten Bundesliga. Ich habe es gesagt, vorne mitspielen. Ich möchte aber eigentlich auch so im Aufstiegskampf mit dabei sein. Konkurrenzfähig im DFB-Pokal sein. Darauf hinarbeiten, dass der Verein sich selbst trägt. Also ihr seht, für alle, die noch nie Football Manager gespielt haben, wir haben hier echt viele, viele Ziele. Vor allem halt auch langfristig, was wir so erreichen können. Unser Fanbeauftragter hat dafür gesorgt, dass sie mit Details zu Fankultur und Erwartungen versorgt werden. Weil das ist nämlich ein neues Feature dieses Jahr im FM23. Man hat jetzt mehr so Interaktion mit den Fans. Das heißt, man sieht genauer, was die eigentlich überhaupt wollen und nicht nur, was dein Vorstand will. Und die wollen das Optimum aus Standardsituationen herausholen, Konterfußball spielen und deutsche Spieler verpflichten. Also Chat, deutsche Spieler aus der dritten Liga sind unser Transferziel Numero Uno. Abschlussplatzierung in der oberen Hälfte der zweiten Bundesliga, konkurrenzfähig sein gegen Eintracht Frankfurt. Im Falle eines Aufeinandertreffens, aber das kann eh nur im Pokal sein. Pressekonferenz machen wir auf alle Fälle. Ein Testspiel, um den Kader kennenzulernen, brauchen wir nicht. Treffen mit dem Mitarbeiterstab arrangieren, machen wir einfach mal jede Woche. Oder machen wir mal alle 2 Wochen. Das reicht, glaube ich. Damit ihr uns nicht andauernd auf die Nerven gehen. Wir sparen zum allerersten Mal. Und dann sind wir angekommen im Hauptmenü. Ich habe, wie gesagt, die UI relativ groß eingestellt, damit man alles gut lesen kann und so. Darmstadt Spieler im letzten Vertragsjahr. Da sehen wir direkt, dass von haufenweise Spielern der Vertrag ausläuft. Ist aber in unteren Ligen eigentlich echt oft so. Aber da kümmern wir uns dann später erst so drum, was die Verträge angeht. Taktische Ausrichtung benötigt. Das müssen wir uns auch noch anschauen, ob wir da halt voll auf Konterfußball gehen. Wir haben ja vorhin schon gesehen, wir haben einen ziemlich schnellen Stürmer. Aber dafür müsste ich ja generell wissen, wer so die Top-Spieler im Kader sind. Weil um die herum wollen wir natürlich die Taktik bauen, dass die möglichst gut funktionieren. Und dann wollen wir noch so ein paar Spieler so an die Position ersetzen, was da noch frei ist. Dass die halbwegs so in ihren Stärken spielen können. Fantyp-Update. Das ist auf alle Fälle auch neu. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Supporters-Profile. Wir haben 12% Ultras, 37% Normalos, 26% Familien, 10% Erfolgsfans. Als ob Darmstadt 10% Erfolgsfans hat. Aber gut, Erfolgsfans sind ja einfach Leute, die quasi dann nur ins Stadion gehen, wenn es auch läuft. 0% Geschäftsleute und 15% Gelegenheitsfans. Einfluss der Fans auf den Vorstand mittelmäßig. Also scheinbar wollen die Fans halt, dass wir Konterfußball spielen. Das werden wir einfach mal probieren. Was haben wir sonst noch? Meeting über Vereinsziele und Erwartungen. Das können wir nämlich auch verhandeln. Da werden wir aber, glaube ich, einfach alles bestätigen. Man muss auch sagen, es ist jetzt nichts so Verrücktes dabei. Die Ziele von dieser Saison sind sowieso fest. Und nächste Saison, natürlich will ich die Playoffs der zweiten Bundesliga erreichen. Also alles andere wäre auch einfach Quatsch. Wir wollen ja schon irgendwie vorankommen, den Verein weiterentwickeln und nicht auf der Stelle rumtreten, weil dann wird es ein bisschen langweilig auf Dauer. Hier können wir, glaube ich, das Budget erhöhen. Genau, ihr seht es links unten. Wenn wir sagen, wir erreichen die zweite Runde, dann haben wir natürlich ein bisschen mehr Druck auf uns. Aber normalerweise bekommt man in der ersten Runde halt oft so einen Verein aus einer unteren Liga. Und deshalb würde ich, glaube ich, sogar sagen, wir machen zweite Runde erreichen. Einfach nur, dass wir ein bisschen mehr Geld haben. Und ich glaube, es sollte easy machbar sein, wenn wir da irgend so eine Regionalliga-Mannschaft oder so bekommen. Hier sehen wir noch so die Regeln, die halt gelten für unseren Kader. Also ihr merkt, das große Problem ist die taktische Ausrichtung. Dafür wird eine Antwort benötigt. Wir müssen auf alle Fälle in eine taktische Ausrichtung reingehen. Der Kaderplan ist auf alle Fälle neu. Ich muss sagen, für mich ist das was ganz, ganz Wichtiges. So, Kaderplanung ist mir extrem wichtig. Aber ohne Taktik können wir keine gescheite Kaderplanung machen. Aber wir haben hier eine Erfahrungsmatrix. Da werden die Spieler so ein bisschen einkategorisiert. Das ist eigentlich echt nice. In der Spätphase
Phase befindet sich auf alle Fälle Tobias Kempe. Der ist aber richtig gut. Für einen Zweitligaspieler 17 Ecken, 17 Freistöße. Und die Fans wollen ja, dass wir gute Standards bringen. Tobias Kempe ist gesetzt in der Mannschaft. Haben wir so vielversprechende Talente? Keenan Bennett, der sieht ganz okay aus, ist ein linker Flügel vor allem, so wie es aussieht. Dann haben wir Oscar Wilhelmsson. Oh, der sieht ja krank aus vom Potenzial. 18-jähriger Stürmer, der aber, würde ich sagen, noch nicht gut genug ist, um wirklich Stamm zu spielen. Aber so für Einwechslungen kommt er schon in Frage. Riedel, Chat, den hatten wir doch in der FIFA-Karriere, den hatten wir doch bei Bayreuth. Noch ein Flügelspieler, André Leibold, noch ein Flügelspieler, der aber auch Stürmer spielen kann, 20 Jahre alt, hat auf alle Fälle auch viel Potenzial. Dann haben wir viele aufstrebende Spieler. Das ist auch immer ganz interessant zu sehen, so die Stärken und Schwächen, wobei man immer sagen muss, das sind Stärken und Schwächen bezogen auf den kompletten Kader. Und schlussendlich ist ja eigentlich nur von der ersten Elf sind die Stärken und Schwächen wichtig. Es ist auf alle Fälle ein zielstrebiges Team, das in jedem Spiel sein Bestes gibt. Also wir haben scheinbar gute mentale Fähigkeiten so im Kader. Aber die Frage ist jetzt, wir müssen ja mit der Taktik anfangen. So. Wir müssen aber auch eine Mannschaftssitzung abhalten. Komm, wir halten jetzt erstmal eine Mannschaftssitzung ab. Ich wollte die Gelegenheit beim Shop verpacken, um mich als neuer Darmstadt-Trainer vorstellen. Hallo, hallo, alle sind angespornt. Jetzt geht's um die Versprechungen wahrscheinlich. Da werde ich aber im Moment keine geben, weil da kenne ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht gut genug mit dem Kader aus, um da irgendwas zu versprechen. Und jetzt geht's um die Saisonziele. Ich rechne uns gute Chancen aus, in diese Saison direkt aufzusteigen. Ist natürlich ein bisschen übertrieben. Vor allem muss man da immer voll aufpassen bei den Zielen. Man darf auch nicht zu viel verlangen. Man darf aber auch nicht zu wenig sagen. Also entweder Playoff-Platz oder obere Tabellenhälfte. Komm, wir setzen direkt mal jetzt hohe Ansprüche an die Spieler. Wir machen den Playoff-Platz. Okay, ein paar sind beleidigt, so, aber viele sind auch sehr zufrieden oder erfreut. Und vielleicht sind genau die, die jetzt hier beleidigt sind, die Leute, die wir nicht brauchen, weil die einfach zu niedrige Erwartungen haben. Wobei da Aaron Seidel dabei ist und den mag ich. Alles gleiche, hierzu bin ich falsch liege, wenn ein Platz in der oberen Tabelle der SSC ist, dann setzen wir uns das. Nach der eigenen Reaktion in ihrem Raum habe ich eingesehen, dass ich zu ambitioniert war. Nee, ich beharre auf meinem Standpunkt. Ist mir auch egal, dass die jetzt irgendwie gekränkt sind. Ich will auch, dass wir die entscheidenden Runden im DFB-Pokal erreichen. Ich erwarte auch, dass wir uns in dieser Saison im DFB-Pokal gut verkaufen. Wir verkaufen uns gut. Ja, schau, da sind alle glücklich. Wenn ich sage, wir verkaufen uns gut im DFB-Pokal, dann passt alles. Wir haben ein paar Spieler, auf die das jetzt einen negativen, beziehungsweise einen leicht negativen Einfluss jetzt möglicherweise hat, aber ich sehe jetzt auch keinen. Ah, bei André Leibold ging es ordentlich runter, aber ansonsten glaube ich geht's. Derzeit gibt es keine Spieler mit Problemen im Team. Sehr, sehr wichtig. Wir haben auch direkt schon eine gute Vereinsatmosphäre. Unterstützung von Trainer ist eh klar und Teambuilding werden wir durch Teambuilding-Maßnahmen nach oben pushen. Das mache ich nämlich, also habe ich auch schon immer so gemacht. Man geht hier ins Training rein und dann wird hier jede Woche mit Teamgeist trainiert. Und es wird immer nach dem Spiel analysiert. Es gibt halt echt noch nicht so viel. Hier sieht man mal, welche Mitarbeiter wir im Verein haben. Da müsste man auch echt viele verpflichten. Wir haben zum Beispiel keinen Chef-Leistungsanalysten. Wir haben nur einen von drei Leistungsanalysten. Wir haben gar keinen Scout. Wir haben nur einen Chef-Scout. Wir können einfach 4 Scouts einstellen. Ja, wir gehen jetzt rein in die Taktik. Wir gehen rein und wir wollen halt Konter spielen. Finde ich aber interessant, dass es hier nicht empfohlen wird mit so einem Daumen nach oben. Ich meine, langer Hafer ist so ein bisschen Konterspiel. Flügelspiel. Man kann natürlich auch so ein Flügelspiel relativ kontermäßig aufbauen. Wir starten jetzt mal mit Flügelspiel, weil wir haben, wie gesagt, auch große, gute Stürmer, auf die man Flanken reinbringen kann. Und da sieht man ja auch hier direkt, das ist so ein bisschen darauf angelehnt, dass wir über außen durchbrechen. Da können wir über außen durchspielen und dann auf unsere großen Stürmer Flanken reinschlagen. Und wir haben dazu immer die Möglichkeit, über Standardstore zu schießen. Als nächstes dann die Formation, da werde ich einfach mal das hier nehmen, was der vorschlägt. Ob das dann schlussendlich das Beste ist, weiß ich nicht. Vor allem, weil es sein kann, dass wir eher mit 2 Stürmern agieren werden. Also oft dann ein 4-4-2 umschalten werden. Aber erstmal nehme ich das hier. Dann haben wir jetzt einfach mal automatisch die Aufstellung reingeladen. Und jetzt können wir uns nochmal so ein bisschen groben Überblick über die Mannschaft verschaffen, bevor wir genauer in die Taktik reingehen. Weil es ist einfach ganz wichtig, zumindest sehe ich das so als Trainer hier im FM, man muss die Taktik seinen Spielern entsprechend anpassen. Und das finden wir zum Beispiel raus, wenn wir hier die beste Elf laut Co-Trainer Ovid Haju anschauen. Und der würde in diesem 4-3-3-System mit zum Beispiel Philipp Tietz vorne drin spielen. Den haben wir ja schon gesehen. Das ist ein mental sehr, sehr starker Spieler. Auf außen haben wir Matthias Honsack. Wir haben den Manu, wo wir schon gesehen haben, dass der krank schnell ist. Kempe muss spielen. Das ist eine ganz, ganz klare Sache. Müssen dann auch nochmal schauen wegen Kapitän. Marvin Melem. Sieht für mich von den Stats her eigentlich gar nicht so krass aus. Aber ich weiß, dass er im Real Life ein guter Spieler ist. Dann Klaus Giajula auf der 6. Alter, der hat 20 Aggressivität, 18 Einsatzfreude, 19 Mut, 16 Teamwork, 16 Tackling. Und für alle, die kein FM zocken, die Werte gehen hier von 1 bis 20. Von daher hat er hier üble Werte, was die mentalen Stats angeht. So, das ist ja ein brutaler Sechser. Den werden wir sowas von als balleroberten Mittelfeldspieler spielen. Der wird alles wegfischen. Weiter geht's zum Kapitän Fabian Holland. Linksverteidiger. Sieht auch richtig gut aus. Rechts haben wir dann Matthias Bader in der Innenverteidigung. Pfeiffer, Riedel, Zimmermann. Pfeiffer ist krank. Schaut euch Pfeiffer an. Der hat ja auch noch Potenzial. Der ist 22. Tor haben wir noch nicht angeschaut. Schuhen, würde ich sagen, ist ein guter Zweitliga-Keeper. Hat auch einen ordentlichen Marktwert. Der Kaderplaner, da können wir jetzt auch noch mal ein bisschen genauer
genauer so unsere Mannschaft kennenlernen. In der IV Pfeiffer, oha, okay, es wird extrem schwer, Pfeiffer zu halten. Aber passt das System zu dem Kader? Eigentlich schon, oder? Ich meine, wir können halt dann, wie gesagt, Manu auf Außen spielen. Also zwei Stürmer wäre schon auch nicht verkehrt. Dann würde ich halt mit Kempe und Giajula im zentralen Mittelfeld rumlaufen. Ist halt uralt, ne? 32-Jährigen und 33-Jährigen hätten wir dann in der Zentrale. So bringen wir halt mit Melem noch einen 24-Jährigen mit rein. Aber Seiler hat auch 18 Sprunghöhe. Wenn es nicht läuft, können wir einen zweiten Stürmer vielleicht auch bringen, wenn wir hinten liegen oder so. Ich glaube, dieses 4-3-3 ist für den Anfang echt nice. Das ist tatsächlich meine Top-11, bis auf den linken Flügel. Natürlich können wir auch noch Transfers tätigen. Vielleicht holen wir den linken Flügel dazu. Das wäre jetzt der erste Versuch hier von Rollen. Wir könnten auch versuchen, ihn noch als Spielmacher zu spielen. Als vorgeschobenen Spielmacher unterstützen. Okay, dann probieren wir es so. Und dann machen wir jetzt hier die Taktik. Wir versuchen, auf Außen zu kommen. Die Frage ist, machen wir das mit dem Hinterlaufen an? Auf rechts auf gar keinen Fall eigentlich. Weil ich nicht möchte, das Hinterlaufen sorgt nämlich dafür, nicht, dass die Spieler hinterlaufen, sondern dass die Offensivspieler warten. Das heißt, wenn am rechten Flügel Manu den Ball hat, wartet er, bis der rechte Verteidiger an ihm vorbeizieht, um dann da vielleicht eine Überzahl herzustellen. Aber aus meiner Sicht braucht Manu das gar nicht. Links ist das ein bisschen anders. Links können wir das probieren. Tempo etwas höher, Passspiel etwas höher, Angriffsbreite. Bleiben wir mal nur bei ziemlich breit. Übertreiben wir es mal nicht komplett. Variable Flanken. Wir versuchen Standards herauszuholen, auf alle Fälle. Das passt eigentlich so mit Konter. Wir stehen einigermaßen tief, weil wir eben Konterfußball spielen wollen. Und da sind jetzt auch ein paar neue Taktikoptionen mit dabei dieses Jahr. Das ist Ausrüstung häufiger im Duell auf den Beinen. Mehr aufrücken, weiter zurückziehen. Die zwei auf alle Fälle. Da würde ich sagen, ziehen wir uns mal weiter zurück. Pressingfalle machen wir im Zentrum, dass die Wenner auf außen halt Platz bekommen. Und damit steht unsere erste Taktik. Ist natürlich klar, die kann sich über die Zeit hinweg verändern. Wird sie mit Sicherheit. Wenn ich so im ersten Moment eine Schwachstelle im Kader sehe, dann ist sie auf alle Fälle auf dem linken Flügel. Was eigentlich mit unserem Kapitän? Hier, Kapitäne. Okay, die sind schon eingestellt. Standardsituation, alles auf Outdoor-Auswahl. Wir müssen uns jetzt als nächstes überlegen, aus meiner Sicht, wen wir verkaufen. Damit wir so ein bisschen Überblick über den Kader bekommen, um dann vielleicht hier richtig zu scouten und neue Spieler dazu zu holen. Im Tor haben wir drei Leute. Da ist eher so die Frage, verkaufen wir Steve Kroll? Ich würde sagen, wir verkaufen den. Wir versuchen ihn zumindest mal hier auf die Transferliste zu tun. Ah, der ist sowieso schon auf der Transferliste. Aha. Außenverteidiger sind wir perfekt aufgestellt. Da haben wir genau vier Leute für zwei Positionen. Innenverteidigung. So vier Innenverteidiger reicht normalerweise auch. Man muss nicht zwingend fünf haben, aber wenn eben zwei verletzt sind, dann wäre das zu großes Risiko, da jetzt einen zu verkaufen. Vor allem, wo Pfeiffer ja wahrscheinlich auch noch verkauft wird. Rechts hinten passt, wie gesagt, alles auf der 6. Kempe wird ein bisschen weiter vorne spielen. Giajula und dann dahinter Ben Baller. Und dann zentrales Mittelfeld. Kempe, Melem, Schnellhardt. Er raus. Wir haben wenig zentrale Mittelfeldspieler. Haben wir irgendeinen Jugendspieler vielleicht, der zentrales Mittelfeld spielen kann? Philipp Son vielleicht? Ja. Außen, links. Honsack, leider verletzt. Das tut uns auf alle Fälle weh. Und rechts. Manu soll auf alle Fälle rechts spielen. Dann nehmen wir direkt mal aus dem Sturm raus. Auch wenn er da eigentlich ganz gut ist. Seidel haben wir. Willemson. Drei Stürme ist auch gut. Also ich gehe ungern mit nur zwei Stürmen rein. Vor allem, wenn einer verletzt ist und einer davon 18 ist. Aber das heißt insgesamt, um das hier mal zusammenzufassen, es gibt nicht wirklich jemanden, den wir verkaufen wollen. Außer Steve Kroll. Und er ist schon auf der Transferliste. Wir trauen uns jetzt. Wir drücken zum allerersten Mal weiter. Hat ja gar nicht lang gedauert. Aber wir haben immer noch so viel zu tun. Wir müssen jetzt erstmal mit den Mitarbeitern sprechen. Die sagen, dass irgendwelche Spieler von einem individuellen Training profitieren würden. Einmal soll hier Karic weite Einwürfe trainieren. Rein da. Wir sollten über das Training von Spielereigenschaften sprechen. Beim Dribbeln auf der linken Außenbahn bleiben, da seine starke Athletik ihn für diese Spielweise prädestiniert. Dann mach mal. Leibold schwachen Fuß trainieren. Bin ich immer dabei. Ihn hier auf den Sprachkurs schicken. Hierzu haben wir jetzt keine genauen Vorschläge. Da machen wir einfach mal weiter. Und jetzt geht es um die Mitarbeiter, aber die Mitarbeiter, die werden wir selbst dazu holen. Mitarbeiter, was brauchen wir als erstes? Ich hätte gern Scouts. Oh, und da gibt's sogar welche. Leo Leiner und Friedrich Riedmüller. Dann hätten wir theoretisch die Scouts. Komm, wir machen jetzt mal weiter. Ich will nicht die ganze Zeit nur Mitarbeiter einstellen. Wir kommen jetzt dann zum allerersten Testspiel. Das Scouting ist ja auch komplett überarbeitet und da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich dadurch, dass es überarbeitet ist, bin ich da noch gar nicht drin. Ich weiß noch gar nicht, was die Sachen hier machen. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen anschauen. Jetzt, das kenne ich auf alle Fälle. Diese Berichte, die man von den Scouts bekommt. Sie schlagen uns hier einen A. Oyongo vor. Der sieht ganz okay aus. Ist jetzt nicht die Position, auf der ich Geld ausgeben möchte, ganz ehrlich. Für einen vereinslosen Spieler ist er echt gut. Wir können ihn mal auf die Auswahlliste setzen, aber wir brauchen eigentlich keinen Linksverteidiger und auch rechts hinten sehe ich jetzt nicht unbedingt Bedarf. Bamba ist auch wieder ein freier Spieler. Ist mir aber zu schlecht. Und dann haben wir alle. Ja, wir wollen erstmal eigentlich niemanden holen. Ich möchte einfach noch darauf reagieren können, wenn wir einen Spieler verlieren. Weil die Gefahr ist halt groß bei vielen Leuten, dass die uns noch verlassen. Ich sehe halt auch auf keiner Position irgendwie übelsten Bedarf gerade. Der Kader ist super. Wir haben ein Transferbudget von 518.000 und 720.000 Gehaltsbudget. Wollen wir vielleicht schon mal in weiser Voraussicht nach einem richtig guten Innenverteidiger scouten? Weil Pfeifers Vertrag ja ausläuft, da schreibt jetzt auch schon jemand in den Chat rein, mit Berater über neuen Vertrag reden. Soll ich einfach mal mit seinem Berater? Wir reden mal mit seinem Berater.
Berater. Wir wollen Patrick Pfeiffer sehr gerne behalten und würden gerne wissen, was für eine Übereinkunft nötig wäre. Danke für Ihr Interesse an einer Verlängerung mit Patrick. Leider möchte er keinen neuen Vertrag bei Darmstadt unterschreiben. Und sein Vertrag läuft aus, oder was? Ende 2023. Aua. Wir müssen ihn einfach verkaufen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Der ist so gut und jetzt muss ich ihn verkaufen. Ja, wir können direkt mal schauen, ob wir einen guten Innenverteidiger finden. Scouting-Fokus erstellen. Innenverteidiger. Transfer und Leihe. Ich hätte lieber direkt einen Transfer, wir werden wahrscheinlich viel Geld haben. Fähigkeit mindestens 3,5 Sterne. Potenzial 4. Bereich. Wir wollen eigentlich in Deutschland suchen. Dann haben wir den ersten Scouting-Fokus und ich hoffe mal, dass die Scouts dann gute Leute finden. Also ich bin echt gespannt, was bei Pfeiffer passieren wird. Oh, wir haben Transferangebote, Chat. Bordeaux macht Angebot für Oyongo. Das ist der, den ich, glaube ich, auf die Wunschliste vorher getan hatte. Aber ich will den eigentlich nicht haben. Dann Leihangebote für Fabio Torsiello. Das ist ein Stürmer, den wir aus meiner Sicht auf alle Fälle verleihen können. 17 Jahre alt, gutes Potenzial. Sehe ich jetzt keinen Grund, den nicht zu verleihen. Vor allem, wenn wir auch noch Geld damit machen können. Wir nehmen einfach beides an. Ich glaube, das ist am einfachsten. Der Unterschied ist eh so gering. Er kann sich selbst aussuchen, wo er hingeht. Hier das Mannschaftsgefüge mit den Führungsspielern. Holland, Kempe und Schuhn. Und dann sehen wir noch die einflussreichen Spieler. Das ist halt auch nice, dass man das hier alles so einfach sieht. Generell ist das bei Mannschaftsgefüge hier mit drin. Die Hierarchie komplett mit allen. Soziale Gruppen hat man. Darmstadt Verletzungsbericht. Aber wir haben keine Angebote für Pfeiffer oder so. Also es waren jetzt nur Leihangebote. Hansus trifft mit Medien aufeinander. Da ist sie, unsere allererste Pressekonferenz. Wie fühlt es sich an, der neue Cheftrainer von Darmstadt zu sein? Ich würde sagen, ich weiß, was für eine Herausforderung auf mich zukommt, aber ich nehme sie an. Das ist es, was mich hierher gebracht hat. Gab es an Darmstadt etwas Bestimmtes, das sie aufmerksam werden ließ? Das ist eine beste Art, um als Trainer und Mensch zu wachsen. Ja komm, wir wachsen einfach mal. Hatten Sie irgendwelche Bedenken, den Job anzunehmen? Nee, cooler Club. Welche Herausforderungen sehen Sie als junger Trainer auf sich zukommen? Ah, ich glaube, mein Alter ist kein Thema. Was halten Sie von der Mannschaft von Darmstadt? Fantastische Mannschaft. Also wirklich. Konnten Sie schon mit den Spielern über Ihre Pläne für die Zukunft sprechen? Bisher nur ganz kurz. Was wissen Sie über die Fans von Darmstadt? Die Fans sind die Seele eines jeden Clubs und das ist hier nicht anders. Wohin wird sich dieser Verein Ihrer Meinung nach langfristig entwickeln? Alter, wie viele Fragen das hier sind. Beständigen und langfristigen Erfolg wollen wir. Was kann die Mannschaft von Darmstadt im Training von Ihnen erwarten? Ich mag keine Trainer, die ihre Spieler verheizen. Wir arbeiten natürlich hart, aber wir sollten es geschickter anstellen und auf die Spieler hören. Ich muss immer versuchen, dass ich die Belastung und Ruhephasen die Waage halte. Ich versuche die Spieler unter nicht zu überfordern. Ich wollte von jedem einen gewissen Trainingseinsatz. Das ist für mich nicht verhandelbar. Ja doch, wir fordern jetzt einfach mal. Wie wertvoll ist ein junger dynamischer Star wie Philipp Tietz für Sie, um den Sie die Zukunft dieses Teams aufbauen können? Großartiger Spieler. Fantastischer Spieler. Mit Fabian Holland Kapitän bleiben? Ja, wird er. Welcher Position sehen Sie im Kader Verbesserungspotenzial? Linker Flügel sehe ich am meisten. Sage ich ganz ehrlich. Offensives Mittelfeld links. Und das war die Pressekonferenz. Interessante letzte Frage. Und jetzt ist, glaube ich, unser erstes Testspiel steht an. Die Mannschaft ist mit der heutigen Aufstellung nicht einverstanden. Ja, jeden kann ich nicht glücklich machen mit meinen Aufstellungen. Leider darf ich euch bei diesem Spiel die Spielszenen aus Lizenzgründen nicht zeigen. Spielende 2-0 gewonnen. Es war so souverän. Es war absolut heftig. Mega zufrieden mit der Mannschaft. Die Taktik funktioniert jetzt schon 1A. Gibt keinen Grund, aktuell irgendwas zu ändern. Testspiel Darmstadt münzt Überlegenheit in Sieg gegen Nottingham Forest. Spieler des Spiels, ausgerechnet Patrick Pfeiffer. Was haben wir eigentlich sonst noch für Spieler, wo der Vertrag ausläuft? Ist da irgendjemand Wichtiges dabei? Honsack, aktuell verletzt, müssen wir noch warten. Warming ist eh nur ausgeliehen. Bennett, müssen wir mal schauen. Kempe ist halt nicht mehr der Jüngste. Tendenz aber klar Verlängerung. Dann haben wir noch Kroll, der auf der Transferliste ist. Also es laufen jetzt keine Verträge aus, wo ich sage, da müssen wir sofort eingreifen. Außer halt bei Pfeiffer und da kann ich nicht eingreifen. Pfeiffer sondiert seine Option am Ende des Vertrags. Da kommt er auch schon auf uns zu. Pfeiffer soll, so heißt es, gerade seine mögliche Option am Ende seines Vertrags sondieren. Problem mit Pfeiffer bereden. Ich werde meine Option ausloten, sobald mein Vertrag ausläuft. Ich muss sehen, was möglich ist. Das bin ich mir selbst einfach schuldig. Du sollst einfach wechseln. Wir wollen dich verkaufen, Junge. Was sagen wir ihm jetzt? Können wir ihm irgendwie sagen, dass wir ihn verkaufen wollen? Verstehe, dass sie ihre Option prüfen möchten und werde sie nicht davon abbringen, wenn das ihre Entscheidung ist. Ich möchte sie wirklich instellen. Ich bitte sie, sich so schnell wie möglich an diesen Verein zu binden. Ich will sie hier haben. Ich glaube, dass es nach hinten losgeht. Andererseits haben wir eh nichts zu verlieren. Ich dachte, sie hätten ein großes Interesse, noch länger hier zu bleiben. Also ich glaube, wenn ich das hier sage, akzeptieren, dann macht ihn das am glücklichsten. Aber ist es das Ziel, ihn glücklich zu machen, wenn wir ihn eh verkaufen? Ich denke ehrlich gesagt, sie werden von ihrem Berater in die Irre geführt. Nee, das ist Quatsch. Er hat so eine hohe Qualität. Er könnte mit seinen Stats easy erste Liga spielen. Er ist 22 Jahre alt. Schauen Sie, wenn Sie sich nicht diesem Verein unterschreiben, werde ich Sie zukünftig nicht mehr berücksichtigen können. Das ist auch ganz großer Käse. Also entweder wir versuchen, ihn zu überreden, dass er da bleibt, was, glaube ich, nicht funktioniert und ihn unglücklicher macht. Oder wir sagen, ja, überlegst dir. Da könnte er aber auch immer noch ja sagen. Wir versuchen es mit der Konfrontation, weil er ja eh geht. Er ist enttäuscht. Wir kommen ja wahrscheinlich auf einen Nenner, da sollten wir dieses Gespräch an dieser Stelle beenden. Ja, ich kann ihn schon verstehen, so ist schon okay. Kroll sondiert seine Option, aber der ist eh auf der Transferliste. Also wenn er geht, habe ich überhaupt kein Problem damit. Von daher, überleg's dir ruhig. Können Sie etwas zu den Gerüchten sagen, dass Patrick Pfeiffer seine Option für die Saison nach seinem Vertragsende auslotet? Da werde ich nicht viel drüber sagen, weil das geht niemandem was an. Das ist nur eine Sache von Pfeiffer und dem Verein. Wo sind wir denn hier jetzt genau? Vom Kalender her. Kalender, Kalender, Terminplan. Wir sind gerade am 6. Juli. Saisonstart ist am 16.
14.07., also in 10 Tagen. Wir haben aber noch am Samstag ein Testspiel gegen Waldhof Mannheim. Und da gibt es den Auftakt gegen den Jahn. Ja, wir werden einfach auf Zeit spielen erstmal. Weil wie gesagt, ich sehe gerade keinen Grund, was am Kader zu ändern. Aber es ist davon auszugehen, dass nicht alle da bleiben. Hallescher FC hat wegen einer Leihe von Donges angefragt. Julian Donges. Ja, doch, den könnt ihr gerne ausleihen. Darmstadt-Auswahl zusammenstellen. Da ist aber, glaube ich, eh alles schon easy so. Da lassen wir einfach alle drinnen. Chelik ist nicht drin, aber das passt eigentlich. Also man muss hier auch immer, weil die kein FM zockt, man muss immer so sein Kader abgeben, die Spieler registrieren und so, wie es halt im echten Leben auch ist. Riedmüller bestätigt Wechsel zu Darmstadt. Wir haben unseren ersten Scout und wir können direkt noch ein paar weitere Mitarbeiter holen. Wir brauchen Spieleranalysten, wir haben keinen einzigen. Und da haben wir einen gewissen Johannes Barles. Und den würde ich gerne als Spieleranalyst zu uns lotsen. Aber ich möchte halt nicht alle Mitarbeiter jetzt am Stück holen, sondern wir machen das immer so Schritt für Schritt. Dass wir auch so ein bisschen Abwechslung drin haben, wie hier, ja, die erste Verpflichtung, Friedrich Riedmüller, ist aber nur ein Scout, also nicht wundern, ich habe keinen 74-jährigen Spieler geholt. Erfolgsprämien müssen festgelegt werden. Das finde ich auch immer richtig interessant, weil man kann sich da Transferbudget holen. Wenn ich das niedriger mache, habe ich auf einmal mehr Transferbudget. Und im nationalen Pokal wollen wir doch eh nicht nur in die zweite Runde kommen. Von daher würde ich sagen, wir gehen hier auf gering, holen uns ein bisschen mehr Transferbudget. Sind die Spieler vielleicht ein bisschen weniger motiviert im Pokal, aber wir sind sowieso Zweitligist und als ob wir den Titel gewinnen. Antwort nötig. Transfermeeting. Das erste Transfermeeting. Wir gehen rein in die Besprechung, bin ich mal gespannt, was so kommt. Da habe ich schon alles wunderbar sortiert. Also gehen wir mal zu den Verträgen. Und da sieht man, welche Verträge auslaufen, aber tatsächlich haben wir uns darum auch schon gekümmert. Spielerstatus, da passiert gerade relativ wenig. Scouting-Fokus haben wir auch schon eingestellt und damit ist das Meeting beendet. Also wir sind dem Spiel so ein bisschen voraus. Freiberg bestätigt Wechsel zu Darmstadt. Der nächste Spieleranalyst. Dann geht Donges auf Leihbasis zu Hallescher FC. Der soll sich dort entwickeln. Genau, das sagen wir ihm auch, dass sich dort entwickeln soll. Das macht ihn nochmal ein bisschen glücklicher. Und dann gehen wir zur Teamauswahl, denn jetzt steht das letzte Vorbereitungsspiel an. Die Frage ist, gehen wir da mit dem Top-Team rein und versuchen die nochmal aufeinander abzustimmen? Oder geben wir jetzt ein paar mehr Leuten Spielzeit? Ich tendiere eher dazu, die beste Elf wieder aufzustellen. Ja, wir werden wieder mit der besten Elf hier rangehen. Ich bin mal gespannt, ob wir nochmal so gut performen wie vorhin. Weil das vorhin war ja übel. Jetzt spielen wir gegen Waldhof Mannheim, dritte Liga. Und das sage ich jetzt auch nochmal, mach noch ein bisschen Druck hier. Wegen der Stammelf und so, zeigt mir, dass ihr reingehört. Aber eigentlich, die Wahrheit ist natürlich, dass unsere Stammelf eigentlich schon ziemlich steht. Bader mit einem Einwurf. Wir sind natürlich jetzt sogar wirklich Favorit. Nicht so wie vorhin. Und dieses Mal gewinnen wir anscheinend auch wieder, weil wir gehen 1-0 in Führung und schon wieder Keenan Bennett mit dem 1-0. Der ist der Mann für die wichtigen Tore, also den muss ich aufstellen. Also wundert mich, dass der bis jetzt so gut performt. Kempe bringt einen Freistoß rein. Zimmermann. Genau so soll es aussehen. Genauso will ich das sehen, wenn die Saison losgeht. Ich hoffe echt, dass diese Vorbereitung nicht komplett trügerisch ist. Halbzeit 2-0 Führung, eine verdiente Führung. Wir gehen in die Kabine rein, wir loben die Jungs wieder und wir lassen sie genauso weiterspielen. Wir haben halt danach wieder eine Woche Pause, das heißt, die können sich eh alle wieder erholen und ich möchte einfach die alle jetzt die maximale Spielpraxis geben, die alle maximal gut aufeinander abstimmen und es ist jetzt hier keiner, der sich zwingend so in die erste Mannschaft reindrängt, muss ich ganz ehrlich sagen, von den Leuten, die auf der Bank sitzen. Und es bleibt wohl beim 2-0 Spielende und ich bin wieder beeindruckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Saison so einfach wird. Und jetzt geht's dann bald los, gegen den Jahn ausgerechnet. Bin ich schon hyped drauf auf das Spiel. Vor allem CPU wurde ja angeblich verbessert. Die reagieren jetzt so taktisch besser einfach auf das, was du als Trainer machst. Bin ich mal sehr gespannt. Kapitän müssen wir jetzt festlegen und dann werden wir einfach bestätigen, weil die bleiben Kapitän. Wir werden auch nichts am Feld verändern, weil 105x68 ist die typische Länge. Torsiello geht auf Leihbasis zu Osnabrück. Da werden wir auch nochmal Abschiedsworte an ihn richten, dass er sich dort gut entwickeln kann. Der hätte bei uns eh keine Rolle gespielt. Vielleicht darf er da ein bisschen spielen. Mitarbeitertechnisch sind wir jetzt aber fast komplett ausgelastet. Danach haben wir schon geschaut. Brauchen noch zwei Leistungsanalysten. Danach werden wir jetzt schauen. Scouting-Bericht über Regensburg. Das ist sehr, sehr interessant. Die Torhüter sind richtig gut, wenn es um 1 gegen 1 Situationen geht. Dejan Stojanovic stellt eine gute Wahl im Tor dar. Also man merkt schon, die haben einen sehr guten Keeper, aber hier ist jetzt auf einmal Kirschbaum im Tor. Bin ich mal gespannt, wer dann da im Tor sein wird. Beim Teamwork ist Luft nach oben. Der gerade steht im hinteren Drittel der Tabelle, was Einsatzfreude angeht. Der Schulers Einstellung könnte helfen. Ja, der wird nämlich auch spielen. Oh, Transferangebot. Was für ein Transferangebot ist es? Ah, hier, Leihangebot für Leipold. Aber ich will den eigentlich nicht ausleihen. Ich möchte den hier haben. Auch wenn der, wie gesagt, woanders mit Sicherheit noch mehr Einsatzzeit bekommen würde als hier. Aber er wird hier auch Spielzeit bekommen und ich glaube, er wird uns halt sogar weiterhelfen. Kempe sondiert seine Option am Ende des Vertrags. Du musst da bleiben, Kempe. Der darf auch selbst entscheiden, wann er seine Karriere beendet. Ich will ihm jetzt trotzdem einfach sagen, dass er selber sich überlegen soll. Aber ich hätte schon gerne, dass er noch ein weiteres Jahr macht. Könnte ich ihm einen neuen Vertrag anbieten? Warte mal, nein, wir reden erst mit seinem Berater. Okay, also aktuell könnten wir seinen Vertrag verlängern. Er will aber, glaube ich, sehr viel Geld. Zwischen 715 und 933.000 Euro. Wenn ich mir gerade die Gehälter anschaue, dann ist das schon, ja, wobei es geht. Aber wann machen wir das mit der Vertragsverlängerung? Versuchen wir sie jetzt schon? Ich würde das lieber ein bisschen später erst machen. Wenn wir halt auch absehen können, wie er sich entwickelt in diesem Jahr. Hansus debütiert als Trainer.
Trainer. Es geht jetzt dann los. Hans wird zweifellos sein erstes Spiel als Trainer genießen und würde natürlich gerne mit einem Sieg starten. Bin hyped auf das Spiel. Weil die Vorbereitung war halt so gut. Überblick über Saisonerwartungen. Das haben wir schon alles abgehakt. Eigengewächse, Pressekonferenz. Da werden wir auch gleich hingehen. Vorher möchte ich nochmal kurz bei uns in die Fußballschule reinschauen. Denn da sieht man, dieser Bassi und Philipp Son sind echt richtig kranke Talente, die wir hier drin haben. Generell unsere U19 sieht echt richtig gut aus. Jetzt aber Pressekonferenz. Einfach Carlos Barros von One Football ist da. Denken Sie, dass Darmstadt mit 3 Punkten die Saison starten kann? Natürlich. Der große Experten behauptet, dass die Leistung von Marcel Schuhn der Schlüssel zu einer erfolgreichen Saison sein wird. Schon auch, aber er ist nur ein Spieler von vielen. Wie groß ist bei Ihnen die Vorfreude auf die neue Saison? Ich freue mich riesig. Hat sich in der Vorbereitung ein Stammteam herauskristallisiert? Schon irgendwie, ja. Aber ich will jetzt auch nicht die anderen komplett entmutigen, dass die da nicht reinkommen können. Aber es wird schon schwierig, weil dieser Kader halt so eine krasse Startelf irgendwie vorgibt, gefühlt. Oh nee, ja gut, 1 bis 3 Tage. Es könnte aber sein, dass Oskar Wilhelmsson deshalb nicht dabei sein wird beim ersten Spiel. Und das zeigt schon, warum ich zum Beispiel einen Leipold nicht abgeben möchte. Saisonauftakt ist Kaiserslautern gegen Hannover. Das ist das erste Saisonspiel hier. Mal schauen, wie das dann ausgeht. 2-0, Hannover. Das Krasse ist, ihr könnt euch theoretisch hier jetzt sogar das ganze Spiel nochmal anschauen. Ihr könnt euch die Tore anschauen und so, aber das machen wir jetzt nicht. Sondern wir gehen die Erwartungen gegen Regensburg durch. Und die Erwartungen des Vorstands sind tatsächlich ein Remis. Es ist halt ein Auswärtsspiel. Die meisten Fans tippen auf ein Unentschieden. Manche haben jedoch leicht Hoffnung auf einen Sieg. Also irgendwie so, gefühlt geht alles auf ein Unentschieden irgendwie. Porchia ist unser nächster Assistenztrainer, den wir auf alle Fälle haben wollten. Aber bevor der jetzt bei uns ankommt, gehen wir ins Taktik-Meeting rein. Sagen, dass wir Maximilian Thalhammer ordentlich tackeln wollen. Wir bleiben aber bei einer ausgewogenen. Ich werde nicht auf vorsichtig gehen. Wir gehen in die Teamauswahl. Ich werde hier einmal den Vorschlag akzeptieren, aber dann werden wir wieder unsere Top-11 aufbieten. Und die sieht dann aus, dass Melem hier spielt. Manu, Tietz, Bennett, Holland, Pfeiffer, Zimmermann, Bader, Schuhn. Das ist tatsächlich unsere Top-11. Die Bank stellt sich von selbst auf, weil eh alle verletzt sind. Wir gehen rein ins erste Spiel. Hier nochmal so ein bisschen die Rückmeldung von den Spielern. Das nehmen wir mal noch mit. Dann sehen wir hier die Aufstellung. Rein in die Kabine. Ich will heute in Staunen versetzen. Genießt die 90 Minuten. Ich will jedes Spiel gewinnen. Diese Fans gehen auch dick und dünn. Habt Spaß, genießt das Spiel. Ich sag, dass ich jedes Spiel gewinnen will. Und das motiviert sogar ein paar Jungs. Wir gehen aufs Spielfeld. Wir bekommen auch mal eine Frage. Bin ein bisschen aufgeregt. Das erste Tor ist entscheidend, richtig? Ja, weiß ich nicht. Es ist immer wichtig, Tore zu schießen. Und dann sind wir bereit fürs erste Spiel. Was ganz wichtig ist, wir müssen die Highlights umstellen. Wir wollen ja natürlich erweiterte Highlights sehen, damit nicht immer alles gleich so mega gefährlich wird. Bis hier nichts passiert in dem Spiel. Nichts passiert. Der Janis hat auch eher eine Mannschaft, die zerstörerisch unterwegs ist, was Fußball angeht. Und wir wollen es ja auch auf Konter fokussieren. Deshalb wird das wahrscheinlich kein schönes Spiel zum Anschauen sein. Aber das ist mir im Endeffekt egal. Wenn wir gewinnen, dann muss das hier nicht schön sein. Manu, Kempe, bring ihn rein. Tietz wäre da, aber der kommt nicht an. Kempe holt ihn aber nochmal zurück. Wir spielen zwar kein Gegenpressing, aber es funktioniert. Und dann ist Tietz da, aber es ist abseits. Das wäre es halt gewesen, das 1-2. Und ich meine, es gibt einen Videoschiri hier. Er ist auch mit im Spiel drin. Also ihr seht, das wird überprüft. Aber das hat man schon direkt gesehen, als es abseits war. Also leider, leider nicht das erste Tor vom Tizi. Schade, schade. Jetzt zum ersten Mal der Jan, aber Pfeiffer ist zur Stelle, verliert den auch nicht. Bennett, der muss eigentlich wieder ein Tor machen. Wir warten alle auf das 1-0 durch Bennett. Bader kommt mit nach vorne, schickt Kempe auf die Reise. Kempe spielt den rein, Tietz, und jetzt ist es passiert. Das 1-0, unsere Nummer 9, Philipp Tietz. Sehr, sehr nice. Da gehen wir direkt mal ans Loben. Bennett, vielleicht ist es auch ein Konter, aber es sieht nicht so aus. Thalhammer, der angeblich physisch ja so gut ist. Elvedi, und dann holt Manu den Ball. Oh, aber dann ist er wieder weg. Dann ist er sofort wieder weg, aber wir holen ihn nochmal. Melem, Melem, schickt Tietz auf die Reise. Tietz läuft, Tietz, Tietz. Kriegt Manu den? Kriegt er, macht er richtig gut. Bader ist wieder mit dabei und das wird überprüft. Das wird überprüft. Es könnte einen Elfmeter geben. Für mich sah es eher aus wie kein Elfmeter, aber es war eine enge Szene. Und Elfmeter gegeben. Sehr, sehr nice. Wer schießt den überhaupt? Ich glaube, ich habe es gar nicht eingestellt, wer die Elfer schießt, aber dann Tietz wahrscheinlich. Nee, es ist der Elfer. Elfer ist Kempe. Kempe kann jetzt Vorlage und Tor machen. Kempe. Hey, jawohl, der geht irgendwie rein. Kirschbaum ist sogar dran, glaube ich, gewesen, aber egal. 2-0, 38. Schnapp. Schnapp. Und es ist eine überragende Performance bis hierhin. 2-0. Das ist ja entspannt wie doch mal was. Ich bin sehr zufrieden mit euch. Es ist der Hammer. Wir gehen direkt rein in die zweite Halbzeit. Wir ändern gar nichts. Wir lassen die Jungs einfach so weiterspielen. Die sollen ihr Ding machen. Wie in der Vorbereitung. Haben wir schon ein Gegentor bekommen? Wir haben nicht ein Gegentor bekommen, ne? In der Vorbereitung nicht. Jetzt nicht. Der Jan hatte noch keinen einzigen Schuss. Vielleicht ist auch Pfeiffer, der da so extrem carried. Aber der ist ja vielleicht nicht mehr lange da. Und was man auch sagen muss, wenn man den Football Manager kennt, das heißt rein gar nichts. Sie werden jetzt vielleicht zum ersten Mal schießen und direkt treffen. Let's go. Habe ich es nicht gesagt.
gesagt. Aber was war das auch für ein Tor? Was macht denn Schuhen da? Mees passt den da rein. Okay, Pfeiffer kommt nicht hinterher, aber das ist auch einfach ein Ball für ein Torhüter. Aber er versucht ihn mit dem Fuß am Gegenspieler vorbeizuspielen. Wenn er ihn halt in die Hand nimmt, dann ist die Szene halt einfach erledigt, ne? Wir müssen einfach weiter auf ihn vertrauen. Kann mal passieren, so ein Fehler. Manu auf der anderen Seite. Müssen wir halt einfach wieder reparieren. Der geht knapp vorbei. Wir spielen so gut. Tizi, komm! Oh. Vorhin stand, dass seine Strafraumbeherrschung schlecht ist. Ja, das hat man auch gemerkt. Was ist denn jetzt los? Ach, nochmal eine Überprüfung wegen Elfmeter. Bekommen wir jetzt noch einen? Noch ein Elfmeter. Vielen Dank. Elvedi bekommt noch gelb. Und jetzt kann Kempe sein zweites Elfmeter-Tor machen. Er schießt nochmal nach rechts. Der Keeper springt nochmal nach rechts. Es ist das zweite Tor von Tobias Kempe. Und es steht 3:1. Jetzt können wir dann schon langsam auch mal wechseln. Aber es hat noch keiner so richtig platt. Und die Performance stimmt. Tietz ist jetzt müde. Ich werde jetzt Tietz, glaube ich, rausnehmen. Er hat schon eine gelbe. Er ist nicht mehr ganz fit. Ich hätte gerne Leipold drinnen. Ja, dann geht Leipold vorne rein. Machen wir mal so. Tietz ist schon ein richtig guter Spieler. Aber irgendwie hat er sich krass verausgabt. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das wird jetzt kein Tor für den Jan. Und dann ist es am Ende ein Fehler gewesen. Aber Leipold, wie gesagt, der wird auf Einsatzzeit kommen. Und deshalb wollte ich den auch einfach mal reinbringen in dem Spiel. Da ist ja alles ein Tor bei denen. Die müssen ja nichts machen. Schau euch das an. 0,5 XG. Die haben jetzt hier schon 2 Tore geschossen. Jetzt wird es ja halt wirklich nochmal eng. Ich stelle mal auch vorsichtig um. Bennett wird ausgewechselt. Wir loben nochmal. Wir aktivieren das Zeitspiel. Maximales Zeitspiel muss rein. Also wenn wir das Spiel nicht gewinnen, das wäre so krank unverdient für den Jan. Komm, Männer, wir müssen das jetzt hier irgendwie verteidigt bekommen. Defensiv rein. Und jetzt wird er gleich ab. Nein, 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 nein. Wir haben 5 Minuten Nachspielzeit. Wenn die jetzt noch ein Tor schießen. Manu Kempe verliert ihn halt wieder. Aber dann haben wir ihn wieder. Wilhelmsson. Was ist denn los hier? Absolutes Chaos gerade. Gerschula. Wilhelmsson. Manu. Nochmal. Komm, mach ihn, Junge. Er belohnt sich nicht und der Schiri pfeift immer noch nicht ab. Wir haben noch eine Minute jetzt. Eine einzige Spielminute noch. Bader schießt ihn ins Aus. Komm, Schiri, pfeif einfach ab. Die Zeit ist abgelaufen. Es ist deine Aufgabe, dieses Spiels abzupfeifen. Hallo. Wie lange wirst du denn noch laufen lassen jetzt? Jetzt muss aber Schluss sein. Rundstadt nochmal. Jetzt pfeift er ab. Jawohl. Wir starten mit einem Sieg. Schlagen den Jan. Verdient mit 3:2. Hat ein bisschen Glück mit den Elfmetern, aber die hatten auch Glück mit ihren Toren. Die haben zweimal aufs Tor geschossen, die Gegner. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Also so kann es losgehen. Sie haben den Sieg eingefahren, obwohl die Mannschaft gerade einmal 40% Ballbesitz hatte. Das ist halt unser Fußball hier bei Darmstadt. Wir wollen nicht so krass auf Ballbesitz gehen, aber wir wollen kontern. Und ihr seht ja, es funktioniert. Ja, wir wollten sie einfach auskontern. Tobias Kempe kurz vor einem Hattrick ausgewechselt. Ach komm. Wir haben einfach mehr Defensive gebraucht im Mittelfeld. Ja, genau. Es ist kein Platz für jemanden, der sich wichtiger nimmt als der Rest. Und damit erobern wir Tabellenplatz 3 nach dem ersten Spieltag. Und dann holen wir hier noch den Typen mit ran. Zimmermann meldet sich im deutschen Fußball zurück. Christoph Zimmermann, wo war denn der vorher? Der war vorher bei Norwich. Ah, okay. Kempe begeistert bei Darmstadt Erfolg. Den können wir nochmal extra loben, weil der war richtig, richtig gut unterwegs. Hat das erste Tor aufgelegt, die 2 Elfmeter verwandelt. Alles aber tief von Darmstadt gegen Regensburg wurde im Jahrstand eine Pressekonferenz einberufen. Die übergeben wir jetzt mal an den Co-Trainer. Weiterverfolgung ihres Interesses an Tobias Kempe. Mein Mandant ist nach wie vor daran interessiert, seinen Verbleib bei Darmstadt zu sichern. Er wäre überglücklich, bei Darmstadt zu bleiben, da er eine große Leidenschaft für den Verein hat. Ich möchte aber halt ungern ihm mehr Geld geben, als er jetzt verdient. Wir können da reingehen. Es wird aber mit Sicherheit nur ein Jahresvertrag, also eine Verlängerung ein Jahr. Das nehmen wir mal raus. Dann passt das. Und jetzt geht's ums Gehalt. Er verlangt halt viel zu viel. Und das sagt er, ist ein enttäuschender Start. Okay, die Auflaufprämie kannst du gerne haben. Loyalitätsbonus gebe ich dir auch. Ich möchte nur dein Gehalt etwas reduziert sehen, aber ich glaube, wir werden es nicht so weit runterkriegen. 754 ist eine kleine Steigerung, aber zumindest keine riesige. Wir können es uns auf alle Fälle leisten. Und dann ist das Thema halt einfach mal abgehakt. Dann haben wir hier den Vertrag verlängert. Der Extra geht erst an 1000. Die sind einfach letzter. Aber nach einem Spieltag heißt es jetzt nicht so extrem viel. Trainingsplan für die kommende Woche. Da werden wir natürlich wieder ein bisschen Anpassungen vornehmen, weil wir eben immer schön Teamgeist trainieren wollen und die Spiele analysieren wollen. Das sind immer so die Änderungen, die ich halt immer vornehme. Was sage ich mit Pokal? Warte mal. Ist das unser Gegner im Pokal? FC Hertha 03 Zehlendorf. Sieht so aus, ne? Die spielen OL, also Oberliga Nordost-Nord. Also wenn wir da nicht weiterkommen, dann weiß ich auch nicht. Ja, ist tatsächlich ausgelost hier. Kempe bindet sich an Darmstadt. Jawohl, wir haben seinen Vertrag verlängert. Und Schmidt geholt. Also das mit Kempe ist echt sehr nice. Und es geht schon langsam in Richtung des zweiten Spieltags gegen Sandhausen, wo wir höchstwahrscheinlich einfach wieder mit der gleichen Elf auflaufen werden, weil ich sehe jetzt keinen Grund, irgendwas zu verändern. Fitnesstests, Oscar Williamson ist fit, Aaron Seidel ist noch nicht fit, der wird noch nicht mitkommen, aber seine Zeit wird kommen. Ich habe aber so verdammt Hunger jetzt, Chat, und deshalb werden wir für heute erstmal Schluss machen, hat aber richtig Bock gemacht, hier in Darmstadt ein bisschen zu zocken. Wer noch mehr Streams in die Richtung von mir sehen möchte, der schaut auf Twitch vorbei. Ansonsten Daumen rein aufs YouTube-Video. Danke nochmal an Sega fürs Sponsoren dieses Videos. Link zum Spiel in der Videobeschreibung, da könnt ihr es euch holen. Und dann bin ich raus. Bis dahin, euer Brunner. Eine Endcard gibt es übrigens auch, Chat. Ne? Das darf man nicht vergessen, dass es auch hier wieder eine Endcard gibt. Deswegen gehe ich jetzt hier auf den reinen Kameramodus. Jetzt könnt ihr theoretisch noch irgendwelche coolen Sachen so in den Chat reinschreiben, aber ihr müsstet jetzt voll schnell sein. Okay, passt. Jetzt bin ich aber raus.